Hey Leute, willkommen zurück hier zu einer brandneuen Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Heute stelle ich eine wirklich ultra coole Mod vor, und zwar ist das die Mr. Crayface Device Mod. Und diese Mod, wie ihr schon seht, fügt hier diesen ultra fancy funktionierenden Laptop hinzu. Genauso hier wie diesen coolen Schreibtischstuhl, auf dem man sich mega cool rumdrehen kann. Und viele andere technische Geräte, die wir uns im heutigen Video anschauen werden. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Glücklicherweise hat hier einfach so mitten in der Umgebung gerade ein neuer Laptop-Laden aufgemacht. Und da werden wir einfach mal heute reinschauen, was es denn da so für coole Geräte zu kaufen gibt. Ich meine, wir haben natürlich hier schon ziemlich viel Auswahl. Es gibt hier Laptops wirklich in allen möglichen Minecraft-Farben und die sehen alle wirklich mehr cool aus. Hier haben wir bestimmt noch einen WLAN-Router und hier haben wir noch ein paar Stühle zur Auswahl, einen Drucker. Also ist es wirklich unglaublich cool gemacht, diese Mod. Wir nehmen mal kurz hier einfach mal hier einen Laptop und schauen uns mal an, falls wir jetzt hier nichts kaufen wollen, wie man den hier craften kann, den Laptop. Den Laptop craftet man aus verschiedensten Sachen, wie hier ein Plastik-Frame oder hier Harddisk-Drive, hier Motherboard oder hier ein Screen. Lapis Lazuli, das ist halt alles relativ teuer, aber dieser Laptop, der kann halt auch relativ viel, braucht auch Schalkerboxen für, was glaube ich schon gar nicht so einfach zu bekommen ist. Hier braucht man auch Prismarinkristalle für, deswegen, Leute, also es ist gar nicht so easy, den im Survival zu craften, aber ist lohnt sich auf jeden Fall, denn dieser Laptop hat wirklich ultra coole und viele Funktionen, die werden wir uns jetzt heute einmal anschauen. Wir schauen uns den Printer hier an. Man kann, wie gesagt, hier alle Objekte sich in verschiedenen Farben immer zulegen. Da braucht man immer nur hier unten die entsprechende Farbe. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen gelben Laptop haben wollen, dann müssen wir hier unten eine gelbe Farbe reinlegen. Wenn wir einen hellblauen haben wollen, brauchen wir hier hellblau als Farbe. Und wenn wir jetzt hier einen hellblauen Drucker haben wollen, müssen wir statt Bohrmehl hier einfach die hellblaue Farbe reinlegen. Ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Genauso wie dieser Stuhl hier vorne. Den gucken wir uns gerade einfach nochmal an. Ach, guck mal, hier steht ja sogar ein Stuhl. Hier, Leute, dieser Stuhl, also, der ist doch mal wirklich absolut genial. Viel cooler wäre es auch, wenn man mit dem jetzt noch rumfahren könnte. Aber das geht leider nicht. Aber, Leute, dieser Stuhl, der ist schon legendär. Also, das ist schon, allein dieser Stuhl, dafür lohnt sich diese Mod schon. Ist einfach nur unglaublich cool gemacht hier, wie ich finde. Aber ich würde sagen, wir labern jetzt gar nicht lange weiter hier, wie alles aussieht und so ein Kram. Wir schauen uns jetzt einfach mal direkt hier oben unser neues Büro an, was wir jetzt hier oben haben. Denn da können wir jetzt ein bisschen arbeiten. Ich würde sagen, wir klappen unseren Laptop einfach mal hier mit Shift-Rechtsklick einfach mal auf und setzen uns hier einmal hin und öffnen unseren Laptop. Jetzt haben wir hier wunderbar unseren Homescreen. Und da gibt es ja, das funktioniert wie ein ganz normaler PC. Das ist einfach nur unglaublich cool gemacht. Hier oben sieht man nochmal die Version Alpha 0.4.1. Wie gesagt, es ist eine ultra geile Mod. Wir haben hier vorne, das muss ich kurz mal zeigen, einen Router aufgestellt. Deswegen müssen wir uns erstmal hier mit dem Wi-Fi verbinden. Da gehen wir mal hier rauf, packen wir mal den Router hier rein und zack. Schon sind wir mit dem Router verbunden. So, und das Ganze funktioniert jetzt wie ein ganz normaler Desktop. Das heißt, wir können jetzt hier unten auf diesen Files-Ordner drücken, jetzt hier verschiedene Verzeichnisse erstellen. Wir haben einfach mal hier das Testverzeichnis. Und jetzt haben wir hier einen Ordner, wo wir wieder neue Dateien drin erstellen können. Aber dazu kommen wir gleich, denn um irgendwas zu machen zu können, brauchen wir diesen Marketplace hier. Dort können wir nun verschiedenste Mods runterladen. Man braucht dafür verschiedene Add-ons, die man sich ganz normal runterladen kann. Links zu allen Add-ons, die ich benutze, sind unten in der Beschreibung drin, keine Sorge. Aber auf jeden Fall gibt es hier verschiedene andere Apps, unter anderem Discord. Da möchte ich aber direkt sagen, dass das Ganze hier eine Alpha ist und diese, gerade in dieser aktuellen Version nicht funktioniert, was wirklich sehr gut ist. Aber es gibt viele andere coole Apps, die wir uns jetzt einfach mal anschauen werden. Beispielsweise haben wir hier einmal Pixel Painter. Wir machen einen Doppelklick hier drauf und schon können wir hier ein paar Informationen zur Mod sehen und die dann auch hier installieren. Dann würde ich vorschlagen, hier noch ein E-Mail-Programm, schadet ja wahrscheinlich auch nicht. Dann hier ein Spiel mal vielleicht, hier Super Mario World, kann man hier auf diesem Laptop direkt spielen, einfach nur genial gemacht. Calculator Plus, das heißt, wir haben dann hier einen Taschenrechner, kommt auch einfach mal, haben wir das installiert? Nee, installieren. So, haben wir auch hier drauf, dann Bubble Burst, noch ein Spiel, glaube ich. Ist, glaube ich, mega witzig, so haben wir ein paar Spiele mal hier installiert. Gehen wir mal kurz mal hier raus und wieder rein. Dann wird der App Store wieder aktualisiert. Wir haben jetzt nochmal neue Apps hier. Hier den Notestash. Da können wir nochmal ein paar Informationen abspeichern. Hier haben wir Chromium. Das ist ein voll funktionsfähiger Internetbrowser, mit dem wir sogar YouTube hier in Minecraft schauen können. Das ist einfach nur unglaublich cool gemacht. Hier haben wir noch unsere Aura AI. Die installieren wir am besten auch direkt. Und MindTunes. Es ist einfach nur unglaublich cool, was diese App kann. Aber wie gesagt, das schauen wir uns jetzt an. Vielleicht noch erst hier kurz die Settings. Man kann das Ganze hier noch personalisieren, indem man hier verschiedene Wallpaper aussuchen kann. Wenn ihr mal kurz mal das Wallpaper hier. Man kann auch später, in der späteren Version des Mods, die es jetzt noch nicht gibt, eigene Wallpaper hier hinzufügen. Das geht allerdings jetzt erstmal noch nicht. So, wir gehen erstmal hier raus. Wir haben einen neuen Hintergrundbild. Sieht ja an sich erstmal ganz schön aus. Schau gerade, ob wir alle Apps installiert haben, die es jetzt gab. Ah, ne, Shop Plus haben wir vergessen. Das ist doch mal zum Einkaufen ganz wichtig, glaube ich.
Ja, dann sollten wir eigentlich alles haben. Und dann schauen wir uns mal am besten jetzt erstmal hier die Painter-App an. Mit der Pixel-Painter-App kann man, wie man jetzt gedacht, was machen. Wir gehen mal kurz mal hier ein kleines Bild. Nehmen wir mal kurz Test, das Bild würde ich behaupten. Das Bild ist natürlich hier von mir. Wir können ein 16-Pixel-Bild oder ein 32-Pixel-Bild machen. Ja, mal ein 16-Pixel-Bild. Und jetzt sind wir hier im Pixel-Editor. Das heißt, wir können jetzt hier, wie in der Art von Paint, Bilder malen. Und das finde ich persönlich einfach nur mit einer der coolsten Minecraft-Modifikationen. Ich meine, wie geil ist das denn? Wir können einfach in verdammt nochmal Minecraft hier Bilder malen von irgendwas, worauf wir gerade Lust haben. Es ist einfach nur unglaublich cool gemacht. Wir machen mal kurz hier irgendeinen wunderschönen, hässlichen Menschen, da ich so unglaublich gut im Malen bin. Oh ja, der sieht richtig gut aus, finde ich. Vielleicht kriegt er noch hier so ein schönes Dia-Schwert oder so irgendwas, keine Ahnung. Ja, dann Laserschwert, das ist Luke Skywalker, Leute, das ist Luke Skywalker. So, wir können das Ganze jetzt speichern. Wir gehen schon in unseren Testordner rein, wenn er das Ganze jetzt mal hier, keine Ahnung, wir nennen es mal Luke Skywalker. Ist, glaube ich, ganz passend. Man kann es, glaube ich, mit ganz viel Kreativität erkennen. So, zack, jetzt kann man hier natürlich wieder zurück und ein neues erstellen. Oder wir laden direkt hier eins, was wir... Und damit müssen wir jetzt nochmal hier den Drucker mit dem Router verbinden. Und schon gehen wir wieder hier an unseren Laptop ran. Pixel Painter, wieder öffnen, Browse, Test, Luke Skywalker öffnen. Und jetzt können wir das Ganze hier über den Printer ausdrucken. Wichtig ist, der Printer braucht natürlich Papier. Habe ich auch schon mal hier vorbereitet. Packen wir gerade was rein und schon wird das hier reingezogen. Und es ist einfach ultra cool gemacht hier, wie das jetzt hier langsam ausgedruckt wird. Unser Bild ist es einfach so genial gemacht. Also wer auch immer, also ist der Mr. Crayfish hier, der hat einfach grandiose Arbeit geleistet hier mit dieser Mod. Es ist einfach nur unglaublich cool gemacht und gleich müsste das Bild hier fertig sein. Und schon haben wir hier unser Bild. Das können wir jetzt hier, so oft wir wollen, überall aufhängen. Einfach nur mega cool. Allein die Möglichkeit, dass das in Minecraft möglich ist, ist einfach nur krass. Ich packe mal kurz hier einfach alle Plättchen rein, die wir noch haben. Und dann schauen wir uns mal die nächsten Apps an. Da hätten wir beispielsweise hier Calculator Plus. Da können wir jetzt hier 1 plus 1 ganz normal rechnen. Haben wir 2. Also das ist halt einfach eine Taschenrechner-App. Wenn ihr jetzt Multiplayer spielt, kommen wir zum kleinen Highlight hier. Enderman. Wir können uns jetzt hier registrieren. Wir können jetzt hier irgendeinen Accountnamen wählen. Wir machen jetzt einfach mal hier gerade mal Paolo Crafter at endermail.com. Registrieren wir uns mal hier. Haben wir jetzt mal hier kurz mal ein Postfach erstellt. Und jetzt können wir hier, kein Scheiß, an irgendwelche Spieler, die natürlich auch irgendeine wunderbare E-Mail-Adresse erstellt haben, hier Nachrichten schreiben und sogar, das ist das Allergeilste, Dateien anhängen. Und die dann hier natürlich wegschicken. Aber natürlich jetzt hier bin ich im Singleplayer, da geht das nicht. Und hier können wir auch unsere, die Mails von unseren anderen Mitspielern beantworten. Die Dateien dann auch wieder runterladen. Es ist einfach nur unglaublich genial gemacht, diese Mod. Dann haben wir was nächstes, MindTunes. Hier könnt ihr, Lieder abspielen, die ihr in den Minecraft-Ordner unter dem Punkt Ordner Sounds eingespeichert habt. Das kann jetzt hier keine Copyright-Musik abspielen, deswegen habe ich das Ganze jetzt mal hier sein lassen. Also einfach müsst ihr in den Minecraft-Installationsordner gehen und dort bei dem Ordner /Sounds einfach eure MP3-Dateien reinziehen. Es ist genial. So, was haben wir denn als nächstes? Wir haben hier noch Notes-Dash. Da können wir jetzt hier einfach mal hier, wir gehen mal kurz irgendwas ein. Hier können wir jetzt unsere irgendwelche Notizen, die wir haben, die mega wichtig sind, natürlich abspeichern. Das Ganze können wir auch wieder benennen. Haben wir das Ganze jetzt hier abgespeichert und können das jederzeit natürlich auch hier wieder aufrufen. Wirklich mega cool gemacht, wie ich finde. Dann, eine wohl der cooleren Apps ist dann hier Bubble Burst. Das ist nämlich ein kleines Spiel, also das ist wirklich mega simpel. Aber es ist schon ganz witzig. Ich muss ja versuchen, so viele Bomben wie möglich einfach zu treffen. Man hat hier oben auch nochmal einen Highscore und wie viele Bomben man getroffen hat. Also es ist ganz cool, würde ich mal behaupten. So, wir gehen auch wieder raus. Das war es dann eigentlich auch schon zu dieser App. Kleine, aber feine App. Was haben wir noch? Wir haben hier Super Mario World. Da können wir hier beispielsweise ein wunderbares Super Mario World spielen. Es ist wirklich cool hier. Man kann mit den Pfeiltasten sich bewegen. Allerdings habe ich nicht rausgefunden, wie man hier springen kann, Leute. Also deswegen... Ach, guck mal hier, lol. Das habe ich einfach gerade spontan rausgefunden, wie das funktioniert. Ihr könnt mit W springen, den Pfeiltasten könnt ihr euch bewegen. Es ist ja echt mega witzig gemacht hier. Das heißt, ihr könnt dann hier wunderbar Mario World spielen. Es ist natürlich nur eine Beta, also da solltet ihr jetzt nicht so viel erwarten vom Funktionsumfang her, aber dennoch finde ich, dass das eine wirklich sehr gelungene Mod ist und das Ganze hier wirklich sehr cool ist. So, was haben wir noch hier im Programm? Wir haben als nächstes wohl das größte Highlight von allen und zwar, nein, das gucken wir uns zum Schluss an, Chromium. Wir schauen uns erstmal hier Shop Plus an. Hier kann man nämlich wirklich allerlei Stuff
von Minecraft her kaufen. Wir können verschiedene Tools, hier seht ihr das. Wir können wirklich alles, was es in Minecraft gibt, hier kaufen, was, glaube ich, ein bisschen OP ist. Aber, glaube ich, auch, da man hier mit Emeralds bezahlen muss, ganz okay ist und, glaube ich, ganz gerechtfertigt. Einfach hier auf Beidrücken, dann könnt ihr das Ganze hier machen. Mega easy. Jetzt aber hier zum absoluten Highlight. Und zwar gehen wir jetzt hier auf Chromium und zack, sind wir hier auf Chromium. Wir können jetzt hier auf YouTube gehen und dann sind wir wirklich auf der echten YouTube-Seite. Es ist einfach ultra krass. Wir können jetzt hier von allen möglichen Videos uns einfach hier Minecraft anschauen. Wir gehen mal gerade hier, würde ich euch vorschlagen, auf meinen Kanal. Den könnt ihr, by the way, übrigens gerne mal abonnieren. Würde mich freuen, ne? Kann mir nicht schaden. Wir haben ja vor kurzem jetzt die 500 Abonnenten geknackt. Schauen wir uns mal kurz das Video hier an. Und ich glaube, man hört das jetzt ganz jetzt auch hier. Hoffe ich mal. Und ihr könnt jetzt hier wirklich YouTube schauen. Und sogar hier theoretisch Kommentare lesen und Kommentare schreiben. Ja, kurz hier auf Pause. Es ist einfach cool. Ihr könnt euch sogar anmelden hier. Ihr könnt euch verdammt nochmal anmelden. Und dann hier sogar theoretisch eigene YouTube-Videos hochladen über diesen Minecraft-Recht. Das ist einfach nur, ist es verrückt, Leute. So, viel cooler ist noch Google. Denn hier könnt ihr theoretisch natürlich nach irgendwelchen Sachen googeln. Wie zum Beispiel irgendwelche Bilder hier. Ist, glaube ich, ganz witzig. Aber viel, viel, viel wichtiger, Leute, ist die Tatsache, dass ihr hier rüber dann theoretisch auch alle möglichen Browser-Games spielen könnt. Das heißt, wir gehen mal kurz hier Sliver ein. Und dann gehen wir hier auf Sliver.io. Sliver.io. Zack. Und schon sind wir hier auf der Sliver.io-Seite. Wir können hier irgendeinen Nicknamen eingeben und jetzt Play drücken. Und jetzt können wir einfach verdammt nochmal in Minecraft Sliver.io spielen. Wenn das jetzt nicht mehr absolut genial ist, also dann weiß ich ja echt nicht mehr weiter. Das ist einfach schon legendär. Es ist einfach nur mega witzig. Ihr könnt jetzt nach allen möglichen Browser-Games hier suchen und diese dann natürlich auch spielen. Es ist zu sagen, dass nicht alles hier in diesem Browser möglich ist, aber schon wirklich ziemlich viel. Und das ist, glaube ich, mal echt feierbar, was diese Mod alles möglich macht, Leute. Das müsst ihr euch mal bedenken. Wir haben ja sogar hier eine künstliche Intelligenz integriert. Wir können jetzt einfach hier mit Aura oder wie es sagt Steve einfach mal reden. Wir sagen mal kurz Hi. Und dann sagt er uns Hello zurück. Wir können ihn natürlich auf Englisch fragen, wie es ihm dann geht. Und dann wird er uns natürlich auch antworten. Geplant ist hier noch, ja, sag jetzt gerade hier Feeling Wonderful, hier haben wir noch verschiedene Befehle, die man hier machen kann. Ist es wirklich ganz lustig, man kann hier sogar eingeben, tell me a joke. Dann erzählt er uns natürlich auf Englisch einen wunderbaren Witz. Ist es einfach cool. Später ist noch geplant, dass es einen Mob-Wiki gibt, sowie einen AI-Shop. Das Ganze ist aber noch nicht integriert. Aber so im Ganzen, Leute, ist das doch bitte mal die allercoolste Minecraft-Mod, die ich jemals gesehen habe. Also allein die Möglichkeit, einen verdammten PC in Minecraft zu betreiben, das ist schon ziemlich einzigartig. Aber, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt mal ein Like da. Abonnieren nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen und Glocke aktivieren nicht vergessen. Checkt unbedingt meine anderen Mod-Vorstellungen aus. Ich stelle immer regelmäßig hier auf meinem Kanal verschiedenste Mods vor. Ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute!